Am zweiten Adventswochenende wird es nochmal richtig spannend. Besonders der Nikolaustag hält auch für uns Meteorologen mit Sicherheit einige Überraschungen bereit. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt Schnee, es gibt teils gefrierenden Regen mit Glättegefahr und es werden nochmal 10 Grad erreicht. Das Wetter spielt also total verrückt und damit herzlich willkommen bei Wetter Online. Am Samstag ist das Wetter in Deutschland geradezu dreigeteilt. Es gibt nämlich ein Regenband, was von Nord nach Süd zieht und das trennt den milden Westen von dem noch milderen Osten ab. Im Westen werden nämlich maximal 6 bis 7 Grad erreicht. Im Osten geht es dann sogar ab 8 Grad noch aufwärts. Nur in der Mitte, wo eben die dichten Wolken und auch der Regen liegen, werden nur zwischen 0 und 4 Grad erreicht. Es bleibt also richtig frostig. Und genau in diesen kalten Streifen regnet es dann vor allen Dingen. Besonders in den hohen Lagen kann es dabei dann natürlich auch schneien. Vor allen Dingen im Norden muss man allerdings aufpassen. Gerade in den frühen Morgenstunden kann es dann, wenn es am Boden eben kalt genug ist, teils gefrierenden Regen geben. Also besteht hier besonders die Gefahr vor Glätte. Und auch im Süden dann natürlich die Gefahr vor Glätte, vor allen Dingen im Alpenvorland, weil es dann nämlich schneit. Das heißt, es wird jetzt am Wochenende wieder richtig winterlich und es kommen ein paar ordentliche Summen, zumindest örtlich, zusammen. Das Ganze sollte man jedoch tatsächlich mit Vorsicht genießen, da zwischen den Modellen noch große Unsicherheiten bestehen und es so noch nicht ganz klar ist, wo es dann tatsächlich regnet oder sogar schneit. Am Sonntag wandert dann das Tief, was für diese ganzen Unsicherheiten verantwortlich ist, allmählich Richtung Osten und dabei fließt noch mehr milde Luft in den Osten Deutschlands. Das spiegelt sich dann natürlich auch in den Temperaturen wieder. In der Süd- und Westhälfte nur 0 bis 4 Grad, im Norden nochmal um die 5 Grad maximal und eben im Osten sowie in Niederbayern noch mal um die 10 Grad, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Auch die Niederschlagsgebiete verlagern sich dann ein bisschen. Die Schneefälle im Süden werden wahrscheinlich etwas intensiver, aber eben auch in der Mitte des Landes kann dann die ein oder andere Flocke in den höheren Lagen fallen. Das Ganze ist aber noch relativ unsicher, weil sich die Modelle eben noch nicht ganz einig sind. Und darüber halten wir euch wie immer auf wetteronline.de auf dem Laufenden. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, dann stellt nicht die warmen Winterstiefel raus für den Nikolaus. Es wird nämlich wirklich richtig frostig. Es sei denn natürlich, ihr wohnt im Osten, wo es milder ist. Ich muss jetzt auf jeden Fall ins Warme. Ich bin Annika Jakob von Wetter Online.